Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Der eine oder andere musste lange warten bis zum nächsten Video. Und in diesem Video grüße ich euch aus den Auen. Nicht mal wieder, sondern aus den Auen hier im Spreewald oder im sogenannten Spreewald. Und ich befinde mich gerade aktuell hier auf einer, ja, ich sag mal, gut dokumentierten Ringwallanlage. Und mit dem Stichwort Pömmelte möchte ich dieses Video beginnen. Und zwar beginnen mit einer kleinen Videoreihe, um euch einfach Pömmelte nochmal etwas näher zu bringen und diese Anlage Pömmelte nochmal in ein anderes Licht zu rücken. Denn das, was wir in Pömmelte sehen, sehen wir hier. Original, getreu nachgebaut, mitten in den Auen, in einer ehemaligen See- und Sumpflandschaft, die perfekt die perfekt für eine Besiedlung auch gelegen war, denn solche Ringanlagen, ich kann sie auch manchmal hallig nennen, das ist nämlich das, was wir noch in der Nordsee als teilweise als Überbleibsel, als Bauernhöfe noch sehen können. Solche Ringanlagen hatten wir zuhauf an der Elbe, am Rhein, an allen Flüssen Europas oder zur damaligen Zeit waren es ja fast Seen. Es waren ja gar nicht solche kleinen Flüsse, wie wir es heute sehen. Ja, hatten wir zuhauf und wir sind dann mit unseren Langschiffen von Weihanlage von Pfahldorf zu Pfahldorf gefahren. Denn auch hier haben wir es mit einem ehemaligen Pfahldorf zu tun. Das werdet ihr hier nirgends in den Aufzeichnungen finden. Also ihr könnt hier allerlei Dinge lesen. Wie hier zum Beispiel Richtung Meißen, Elbtal, wie weit es davon entfernt ist. Und dann wird halt so dokumentiert, wann welcher Ort irgendwo mal in ihrer Geschichte erwähnt wird. Also man wird hier schon mit Memen so behaftet, dass man gar keine anderen Gedanken mehr finden kann. Ja, wenn man hier das zum Beispiel sich mal genau anschaut, man schaut sich mal genau die Daten an, dann wiederholt sich das so in etwa alles so um 13., 15., 14., egal wie. Also alles nach dem Beginn des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Es sind diese ganzen Datierungen. Und ja, in welche Richtung man denn schauen kann, dann sind diese ganzen Schilder in dieser Ringanlage, in dieser kreisrunden Ringanlage hier aufgestellt. Und dann kann man eine Menge lesen und hier auch hier unten drunter, das ist auch nochmal ein sehr interessantes oder eine sehr interessante Ausstellung. Und diese Ausstellung, wer meine Videos verfolgt, wer meinen Kanal verfolgt und diese Ausstellung in den Kontext setzt, der wird zwischen den Zeilen lesen können. Ich war jetzt erst kürzlich in Havelberg, da wird jetzt demnächst auch ein Video drüber erscheinen. Wird lesen können, was diese Anlagen hier wirklich waren und wo die gebaut wurden. Denn wenn ihr hier mal schaut, wir befinden uns hier auf einer flachen Ebene und wir haben heute noch dort hinten diese Reihen, die ihr dort sehen könnt. Dort diese hier, also diese Linien hier, diese Schilflinien.
Das sind diese Drainagegräben, die man dann gezogen hat, um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Aber jeder sollte mal darüber nachdenken, ob das denn tatsächlich damals auch so war, wo diese Ringanlage hier gebaut wurde. Warum sollten sie hier Gräben ziehen? Diese Ringanlage war eine Anlage, die per Schiff erreichbar war. Und aus militärischer Sicht taktisch sehr klug angelegt. Das heißt, von einem Feind hier in einem Sumpfgebiet, in einer Auenlandschaft angegriffen zu werden mit einem großen Heer, ist schier unmöglich. Es sei denn, sie verfügen selbst über eine Flotte. Und genau da wird auch irgendwann dann mal unsere Videoreihe enden. Denn auch von anderen Kontinenten her sind sie mit Schiffen gekommen. Und ja, das ist unsere große Reise in die Vergangenheit, unsere gemeinsame Reise in die Vergangenheit, sofern man mich lässt, dann werde ich euch Dinge zeigen, ihr werdet Dinge sehen, die ich jetzt hier oben von der Ringanlage aus sehe, und dann werdet ihr wissen, warum das alles, was wir heute so erleben, spüren, fühlen, dieses ganze Leid, diese Drangsal, und wir das erleben müssen. Weil sie uns unsere Wurzeln genommen haben, unsere Gedanken kontrollieren, unser Wissen kontrollieren, und das tun sie auch hier. Allein schon mit diesem kleinen Text, ja? Wenn ich mir hier das durchlese, das ist ja dieses Meme, ich erkläre es euch einfach mal mit diesem Text hier gerade. Enormer Holzbedarf für den Burgenbau. Die slawischen Siedler errichteten um 9 bis 10. Jahrhundert ein dichtes Netz von Burgen. Allein für die Slavenburg, Slave war ja der alte vatikanische Begriff für Sklave, ja, alleine für die Sklavenburg, weil sie haben uns ja als Sklave gesehen, weil sie sind ja hierher gekommen und haben diese Gebiete unterworfen. Radusch benötigten sie ca. 1500 Eichenstämme. Dieser enorme Holzbedarf entwaldete die Landschaft und veränderte die Umweltbedingungen. Könnt ihr was feststellen? Wenn ich in einem Sumpfgebiet bin und hier baue, mit der Natur, das sind alles Naturbaustoffe. Dieser ganze Wall ist aus Naturbaustoff gebaut, aus Eichen etc. So. Die ältesten Fachwerkhäuser, die ältesten Holzhäuser. Wir gehen einfach mal ein Stück. Ihr seht es hier auch an diesem Wall. Ja, diesen inneren Kern hier. Das sind Holzhäuser. So, und wenn wir diese Anlage jetzt hier errichten oder mehrere Anlagen hier im heutigen Spreewaldgebiet errichten, ich drehe euch mal um, ihr habt mich ja noch gar nicht gesehen, dann ist es so, dass durchaus Eichen und Bäume in wenigen 100 Jahren, 100 bis 200 Jahren, da steht dieser Wall alle Male noch, einfach nachwachsen. Aber es wird wieder dieses Meme gesetzt, dass das sozusagen alles abgeholzt wurde, verbrannt wurde, vernichtet wurde und naja, die Menschen halt darüber nicht nachgedacht haben, was sie tun oder was sie getan haben. Und jetzt schwenke ich euch mal zu dieser Autobahn. Und allein wenn ihr euch nur einen ganzen Tag euch dort auf dieser Leitplanke dieser Autobahn setzt und beobachtet mal, wie viel Holz hier allein schon über diese Bahn transportiert wird. Dann wollen die uns erzählen, dass diese 1500 Bäume hier in diesem Gebiet ins Gewicht gefallen sind. Natürlich hat man das irgendwo gesehen, aber das hat nicht der Umwelt geschadet, weil das ist einfach unser göttlicher Baustoff, der uns schon immer gegeben war. Das, was dort jetzt gerade fährt, was dort verbraucht wird, dieses Material, um überhaupt diese Fortbewegungsmittel zu schaffen, das ist das, was die Umwelt zerstört. Denn dazu braucht man Energie, und diese Energie holen sie aus Mutter Erde. Das sind die eigentlichen Zerstörer. Nicht diese Weihanlage oder irgendetwas anderes. Man hat früher nachhaltig gebaut, man hat mit Lehm gebaut, es war alles da und es wächst alles wieder nach. Ja, aber zurück zum Thema. Also diese Wallburg war ja mitten in den Auen gebaut. Und
ganz unten, ich zeige es euch gleich nochmal, ist eine wunderschöne Karte und ich blende sie jetzt kurz mal ein, wie viele Weihanlagen wir hier allein in Spreewald haben. Und in der Region Pömmelter kann ich euch mindestens zwei, ich muss mal hier kurz drehen, da kommt schon die nächste Familie, mindestens zwei, drei Weihanlagen im Raum Magdeburg zeigen, die genauso errichtet wurden wie das sogenannte Heiligtum Pömmelter. Und ich erwähne das ja nicht immer ohne Grund, ne, dass ich dieses Pömmelter, weil das liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, weil dort werden die Menschen wieder zu einem Ort verleitet und zu gewissen Ritualen verleitet, das dort nie passiert ist, was dort nie war. Denn es war eine Ringanlage, so wie ich glaube im allerersten Video, ich blende euch das auch nochmal mit ein, das allererste Video hier auf unserem Kanal, ich sage jetzt bewusst unseren Kanal, weil der Kanal ist für uns alle, habe ich es im groben Ganzen erklärt, was das war. Und ich kannte diese Anlage hier nicht. Ich bin ja rein zufällig hierher gekommen. Und ja, ein besseres Zeitdokument kann ich euch gar nicht geben. Ihr seht es selbst, was es hier war. Und das war Pömmelter. Und das hat man in Pömmelter gefunden. Und das findet ihr in ganz Europa in den Auen. Und diese Anlagen waren vom Wasser umgeben. Und wenn ihr dann am Bodensee schaut und mal googelt dieses Pfahldorf, dann wisst ihr, wie die um diese Anlage, um diese Wallburg hier gesiedelt haben. Hier im inneren Kern hat sich wahrscheinlich das Dorfleben abgespielt. Da hat vielleicht der Fürst oder der König gelebt oder der Sippenälteste. Und außerhalb haben dann die Langschiffe gestanden, die Plattbodenschiffe, die wir ja heute noch im Spreewald sehen, die wir in Holland sehen. Überall, wo das Wasser zurückgegangen ist, da hat man dann angefangen, Plattbodenschiffe ohne Kiel zu bauen, damit die sich halt im flachen Wasser bewegen können und auch transportieren können. Und genau das sehen wir hier. Diese alte Welt, von der ich immer zu euch spreche, die ich sehe, die ich fühle. Und hier wird dann unten wieder gezeigt, ich drehe mich nochmal um. Hier wird dann wieder gezeigt unten, ja, da haben sie dann mit Pflügen, haben sie dann hier diese Wiesen bestellt und haben angebaut. Leute, lasst euch nicht so einen Quatsch erzählen. Die mussten das gar nicht, denn in einer Auenlandschaft, da wächst alles das, was Gott uns gegeben hat. Oder die Götter meinetwegen, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Da haben wir Kräuter, da haben wir, wer Fleisch konsumieren möchte oder essen möchte, der kann das auch tun, der hat Fisch, der hat Auerochsen, ja, es ist alles vorhanden gewesen und es wächst allein. Und nur deshalb konnten die sich ja auch so kunstvoll kleiden und nur deshalb konnten sie auch so kunstvolle Stücke. Ich blende euch jetzt ab und an in diesem Video mal so einige Exponate hier von dieser Ausstellung mal mit ein. Und das kann man nicht herstellen, wenn man permanent ums Überleben kämpft, so wie man es ja heute darstellt, dass die alten Siedler oder die ersten Siedler oder die Slawen oder was weiß ich, was man so für Stämme und Völker erfindet, dass die permanent um Essen ringen mussten und sich bekämpfen mussten. Und dann hat man gar keine Zeit, um der Kunst nachzugehen und kunstvolle Dinge herzustellen. Das kann man in der Regel nur, wenn alles da ist und wenn man rundum versorgt ist. Und das muss man immer wieder in den Kontext setzen, dass ihr das versteht. Dass zum Beispiel das Kaiserreich, wo man noch prunkvolle Bauten für jedermann auch herstellen konnte, dann schaut euch alte Bauernhäuser an, schaut euch alte Landsitze an, schaut euch Berlin im 18. Jahrhundert an oder im 19. Jahrhundert an. Das konnte nur entstehen, wenn die Menschen versorgt waren. Ansonsten hattest du gar keine Zeit dafür. Und in der Nachkriegszeit, schaut euch dann dort an, wie die Bauten dort entstanden sind und was dort für Bauten entstanden sind und was heute für Bauten entstehen. Heute geht es nur um Zeit, um Geld, um was weiß ich, um materielle Dinge, aber nicht mehr um Schönheit. Es muss alles den Zweck erfüllen und dann war es das. Und so macht man daraus den Bauhaus-Schick. Ja, den Bauhausstick, den hat man ja nur geschaffen, damit die Menschen
irgendwann diese Schuhkartons und diese Quader, diese nackten, kalten Bauten, diese seelenlosen Bauten dann irgendwann schön findet oder zumindest für modern erklärt oder gesellschaftlich akzeptiert und fein erklärt. Und so tut man dann halt eben, ja, die Menschen von dem Ur wieder zu trennen, von der kunstvollen und von dem Handwerk, von dem kunstvollen Handwerk zu trennen. Ja, so, und wie gesagt, diese Anlage hier, das ist eine Anlage, die wir genau auch im Pömmelter sehen werden. Oh, jetzt bin ich hier genau durch ein Spinnnetz. Ich muss das mal etwas wegmachen. Die wir genau hier sehen werden. Und ach so, und was ich euch noch dazu sagen wollte, von hier aus sehen wir es ja noch. Ich weiß nicht, ob ich das Drohnenvideo jetzt einblende oder jetzt zum Schluss einblende. Aber wir haben genau hier hinter dem Wald, genau in diese Richtung, haben wir einen Bergbausee, also einen Tagebausee. Ich weiß nicht, was die da abgebaut haben, Kies oder irgendwas anderes, ich kann es jetzt nicht sagen. Und seltsamerweise haben wir auch hier wieder einen Tagebau. Ja, also wir haben überall, wo wir wichtige Anlagen finden, haben wir ganz oft Tagebauten. Seltsam, ne? Und wer weiß, was da in dem Tagebau schon verschwunden ist. Denn dasselbe Phänomen, das haben wir auch in Niedersachsen. Und zwar in der Nähe von Harbke, dieser Braunkohletagebau. Da haben wir dieses Paläon, dieses Museum. Da wurden ja angeblich die ältesten Fundstücke Europas gefunden. Und ja, da werde ich euch noch so viel zeigen können, was dort nicht zu sehen ist und was dort gar nicht erwähnt wird und was ich dort über die sogenannten Energielinien, Leylines, gefunden habe und was verbunden ist mit, das hatte ich glaube ich auch im letzten Video auch schon erwähnt oder in irgendeinem Video hatte ich es schon erwähnt, was verbunden ist mit dem Heiligtum der Elben, Löstau, wie ich es getauft habe, und Stonehenge. Und da seht ihr diese gesamte Verbundenheit. Das ist nicht, wie man erzählt, hier aus verschiedenen Stämmen, die sich regelmäßig bekriegt und bekämpft haben. Das kann gar nicht sein, weil dann würden diese ganzen Anlagen gar nicht auf einer Linie liegen, weil die müssen ja zusammen kommuniziert haben, die müssen sich ja gekannt haben, die müssen ja das zusammen projektiert haben, über mehrere tausend Kilometer in Europa. Und deshalb spreche ich das auch bewusst an, weil da seht ihr, das ist alles Quatsch, was die erzählen. Denn man bekriegt sich doch nicht und baut aber dann aber gleichzeitig Anlagen auf einer Linie, wenn man sich angeblich nicht kennt oder wenn es verschiedene Stämme sind, die Franken und dies und das und wo man dann diese ganzen Völker erfindet. Das tut man, um die Schafsherde zu trennen. Das tut der Eroberer. Der Eroberer hat das gemacht, denn die haben die Geschichte geschrieben. Und deshalb habt ihr diese ganzen Erwähnungen hier, diese hier. Kleinen Moment, ich drehe das mal ein bisschen rum für euch. Ja, wo dann eben hier erste urkundliche Erwähnung Ortes Dorbaluk und was weiß ich, was sie denn hier erwähnen. Ja, diese Erwähnung und diese ganzen Orte, die man getauft hat, sind ja meistens nach geografischen Gegebenheiten wurden die Orte, wer sich mit Althochdeutsch beschäftigt und auch mit den alten Sagen beschäftigt, sind alles geografische Orte. Nicht, wie man es heute erklärt, nach irgendeiner Person oder wie auch immer, diese ganze Personifizierung. Es gibt ja gar nicht diese Person, es gibt einen Mensch, aber es gibt keine Person. Das ist Quatsch. Das ist ein juristischer Begriff, den man im Mittelalter geformt hat, um natürlich dieses Menschsein abzuerkennen. Und ja, was man dann halt gemacht hat, dass man eben diese geografischen Orte dann, ja, kategoriert hat und in Kategorien gesetzt hat. Ich kann es jetzt gerade schwer erklären. Und damit eben die Eroberer mit die neuen Herrscher eben Anhaltspunkte haben, wenn sie denn selbst navigieren, damit sie diese Orte auch wieder finden. Und darum hat man geografische Orte oder diese Namen nach geografischen, das ist Althochdeutsch teilweise, hat man die dann eben
dort geformt. Und wenn man genau recherchiert über diese Orte, denn in der Regel hießen die ja ganz anders. Ja? Und die Gegebenheiten waren ja auch anders, weil wenn hier überall Wasser war, dann ist das von der Geografie her ein ganz anderer Ort. Der ganze Spreewald war früher ein riesiger See. Da wird, wie gesagt, eine mehrreihige Folge, Videoreihe jetzt hier folgen. Es war ein riesiger See, der trockengelegt wurde. So, und wo der trockengelegt wurde, hat man dann angefangen, diese Kanäle zu gräben. Und so sind diese ganzen Spreewaldkanäle entstanden. So, das heißt, wenn es also im Ursprung ein riesiger See war, war das geografisch ein ganz anderer Ort, wenn ihr den vorher gefunden hättet. Wenn ihr dort mit einem Schiff angekommen wärt, mit einem Plattbodenschiff oder mit einem Langschiff, dann hättet ihr nur Wasser gesehen, dann hättet ihr keine Wälder gesehen. So, jetzt gehen wir mal runter, jetzt zeige ich euch mal unten diese ganzen Anlagen, die ihr hier direkt im Spreewald findet. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, jetzt sind wir hier unten angekommen. So stellt man natürlich heutzutage die Slaven, also die Sklaven, dar. Einfach, primitiv, ja, hier auf nicht mal richtigen Holzböden, also primitivster Art, wo man sich dann fast die Knochen bricht und so ein bisschen. Dümmlich müssen sie ja immer aussehen. Ne? Schaut euch den an. So mit gelben Zähnen. Und seht ihr das? Genau. Nur gelbe Zähne kriegt man in der Regel durch Kaffeekonsum, was wir hier in unseren Gefilden gar nicht kannten, weil die das hat der Eroberer gebracht, den Kaffee und das Rauchen und den Drogenkonsum, ne? Und den Fleischkonsum. Ne? Denn wer viel Fleisch isst, sammelt auch viel Zahnstein in seinen Zähnen, in seinen Zwischenräumen, denn Fleisch, wir sind keine Fleischesser. Und ja, ich habe früher auch Fleisch gegessen und ich muss immer wieder sagen, seitdem ich es gar nicht mehr mache und auch anfänglich reduziert habe, hat sich viel getan im Körper, gerade auch Bezug neben der Zirbeldrüse. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen es nicht weiter ausbauen, aber gelbe Zähne kriegt man meistens durch genau das. So, und hier haben wir das, was ich euch zeigen will. Schaut mal, hier ist diese ganze Siedlung, Slawische Ringwelle in der Niederlausitz. Schaut euch das mal an. Bis Cottbus, Altglausen, Lübben und wer weiß, wie viel es hier noch gab. Und diese Ringwallanlagen waren immer umgeben von Bauten, also von so Pfahlbauten, die dann eben, ja, das waren dann die Dörfer, das waren die Siedler. So sah früher unsere Auenlandschaft aus. Und warum hat man immer Rundwelle genommen? Man hat sich einfach an den Erdenkreis orientiert, an den Sonnenlauf, an die 360 Grad. Ihr kennt es ja aus meinen Videos bezüglich Swastika. Denn wir gehen mal hier raus, denn die Swastika ist ja im Ursprung das Symbol der Erde. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Jetzt drehe ich euch mal um. Das Symbol der Erde und das sind dann drei oder vier rechte Winkel, a 90 Grad und 90 mal 4, 4 für die vier Jahreszeiten, für die vier Sonnenwenden, die kleine und die große, mal 4 sind 360, dann haben wir also immer einen Kreis und so orientiert man sich an ein göttliches Muster, an ein göttliches Baumuster und darum haben wir diese Ringanlagen immer kreisförmig gebaut. Ne? So, hier will man denn noch so ein bisschen erklären, dass sie sich dann halt so Gräben drumherum gezaubert haben. Und ihr wisst es ja, das waren keine Gräben, sondern
Diese Wasserfläche erstreckte sich hier gesamt über das gesamte Auengebiet. Sicherlich, klar, gab es hier auch Inseln. Hier gab es auch Weideflächen für die Auerochsen, die dann auch sehr wohl durch flache Flüsse gezogen sind. Hier sieht man nochmal die Anlage aus der Ferne. Aber wir konnten und wir sind in diesen Auen per Schiff beweglich gewesen. Und nur deshalb konnten die auch solche Riesenmassen wie diese Megalithgräber ja, zur See auch bewältigen und auch bewegen. Nur dann hat es auch funktioniert und das ist auch die Erklärung dafür, warum die das dann eben auch über mehrere hundert Kilometer konnten, weil die einfach Schiffe hatten. Ja. Ich habe mich mit so ein paar alten Herren unterhalten. Ich war hier in Lübbenau und in Burg und überall unterwegs. Und die haben mir alle gesagt, dass vor wenigen, ja eigentlich so im Zeitraum in den letzten 100 Jahren, ganze Flotten, ganze Transportflotten ja, nach Berlin reingefahren sind und haben Berlin mit Obst und Gemüse versorgt. Und das Berlin, was wir heute kennen, ist nicht das damalige Berlin. Das damalige Berlin war genauso wie der Spreewald, bestand aus Fachwerkhäusern, aus Holzhäusern. Das waren wunderschöne Auen. Ja. Und das wissen auch die wenigsten, dass Berlin eine riesige Aue war. Und wo der See noch entstanden hat, was heute, also bestanden hat, was heute der Spreewald ist, da war Berlin, kann man sagen, der alte Spreewald. So, und hier sieht man nochmal wunderschön den Graben. In dem zweiten Video blende ich euch dann mal diese ganzen Exponate ein, die jetzt hier in dieser Burg, in diesem Burgwall ausgestellt sind. Und dann werde ich euch einige Dinge dazu erzählen und auch sagen. Und ihr werdet dann sehen und erkennen, was das hier im Ursprung war. Und was man uns natürlich wieder erzählt. Ja? Das ist ja das Nächste. Da fängt man dann auch dann wieder an mit der Neuzeit, Sternzeit und was weiß ich nicht. Man macht ja diese ganzen Zeiten und diese ganzen Zeitalter, das macht man ja, um das alles für euch aufzudröseln, um diese ganzen Tausenden von Jahren auch erklären zu können. Aber das Wasser war vor wenigen hundert Jahren war das noch existent, das Wasser. Ne? Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass dieses Wasser erst vor wenigen hundert Jahren verschwunden ist. So, hier sehen wir dann den Eingang nochmal zur Burg, zur Wallanlage. Und jetzt gehen wir doch einfach mal so ein Stück weiter. Also ich würde jetzt hier wahrscheinlich schon in einem Sumpf laufen oder sogar in einem fahrbaren Gewässer sein. Und diese Anlage ragte aus dem Wasser wie eine Hallig. Ja, und dieser Zugang dort, den wir gerade gesehen haben, das war eine Steganlage. Vielleicht ist es sogar original, dieser Zugang, dass man den irgendwie noch gefunden hat mit Pfählen. Dann könnte man sagen, dass man hier in dieser hinteren Region vielleicht sogar den das Pfahldorf dann hatte. Ne? So, und wenn man sich genau mal anschaut, wie hoch die Autobahn gelegt wurde, das ist ja alles künstlich aufgeschüttet, dann sieht man, dass die über ein Tal fahren. Die Autobahn. Warte, ich zoome mal ran. Ich zoome das mal ran. Da seht ihr das. Ja, und da kann man es erkennen, dass es im Ursprung hier die flache Ebene komplett eine Sumpflandschaft war, dass sie sich von Fischern ernähren konnten und nichts anderes war das. Und deshalb kann ich auch nur jeden empfehlen, der noch nicht im Spreewald war oder der schon im Spreewald war, besucht mal den Spreewald mit meinen Gedanken. Besucht mal den Spreewald mit den Informationen aus meinen Videos und schaut euch den Spreewald mal dann an. Dann entdeckt ihr unsere alte Welt.
Und viele Menschen werden sich wiederfinden. Das, was sie jetzt in Ritualen versuchen zu finden oder in Filmen wie Vikings oder ja, so gewisse Sachen, die aber unserer Natur und unserer alten Kultur gar nicht entsprechen. Das sind wir nicht, sondern wir sind genau das, was ich euch jetzt gerade erzähle. Und wir sind naturverbundene, friedliche Völker gewesen. Und die Axt, die die Wikinger ja jetzt, was man jetzt so als große Hauptwaffe darstellt in vielen Filmen und auch selbst nachspielt auf so Veranstaltungen, die Axt war einfach ein Werkzeug. Denn wer sowas bauen will, sowas hier, solche Ringanlagen baut und wer Langschiffe baut und wer Stege baut, der braucht eine Axt. Und wenn man dann angegriffen wird von einer fremden Kultur und ich aber kein kriegerisches Volk bin und kaum über Waffen verfüge, übrigens seht ihr das genau hier in dieser Ausstellung, das ist mir dort aufgefallen. Man zeigt dort diese Exponate, die dort ausgestellt sind, wenige Waffen, aber viele, viele Haushaltsartikel, Altartikel, also Dinge, Artikel sage ich schon selber, Artikel, seht ihr, wie man einen formt so. Also Dinge des täglichen Gebrauchs, des vom Leben als Naturvolk, dass man eben sich ernährt aus den Auen, also Gefäße, Speicher etc. Ja? So, dass wir gar nicht über so viele Waffen verfügten. Und das ist das, was ich damit sagen will. Und wenn dann von außen welche kommen und sehen diesen Reichtum, diese Friedlichkeit, diese Schönheit mit der Natur, diese schönen Menschen, diese gesunden Menschen, weil sie sich auch gesund ernähren, ja, dann kann, wenn man dann selbst nicht so lebt und selbst Kaffee trinkt und Drogen konsumiert, Menschen versklavt, verschleppt, Nordvölker verschleppt, dann kann das schon mal sein, dass man dann so ein Gräuel gegen diese Stämme richtet, gegen das Schöne. Das ist ja wieder dieses Spiel, das Gut und Bösen, ne? Steht ja in allen heiligen Schriften. Und ja, was macht der Bauer denn? Was macht der Zimmermann? Der verteidigt sich dann mit dem, was er hat, nämlich mit Äxten, mit Speeren. Germanen tun ja immer den Speer, ne? Speermänner. Und all diese ganzen Dinge, die dann irgendwann zur Kriegswaffe geworden sind. Und wer tagtäglich als Zimmermann, hier sind übrigens auch noch so Wälle, weiß nicht, was die bedeuten, wird mal jetzt einen besuchen dort, da scheint es gerade menschenfrei zu sein. Ich versuche immer zu vermeiden, hier fremde Menschen zu filmen, denn einige wollen wahrscheinlich nicht auf meinen Videokanal erscheinen. Ja, und dann, wenn man natürlich tagtäglich mit solchen Arbeitsgeräten arbeitet und hantiert, dann kann man natürlich auch sehr gut damit umgehen, ne? Und auch sich sehr gut auch damit verteidigen. Und deshalb konnten die auch so gut damit umgehen. Und dann ist es natürlich irgendwann zur Kriegswaffe geworden, weil die wahrscheinlich sogar sehr effizient war gegen einen Krummsäbelkrieger, ne? Um das jetzt mal so zu sagen. Also einige wissen ja in meinen sozialen Medien, auf meinem Telegram-Kanal, was ich dort immer so schreibe. Denn die gesamte, oder die Vergangenheit, die wir hier haben, ich rede nicht von der Geschichte, denn die Geschichte haben die ja geschrieben. Die Vergangenheit, das ist ja das, was ich euch versuche zu zeigen, was in meiner Erinnerung steckt, was ich sehe, was ich fühle. Und das ist ja dann auch unsere gemeinsame Reise. Ihr kennt es ja nun mittlerweile. Ach so, und übrigens, ihr könnt euch jetzt freuen. Ich werde jetzt zu Weihnachten zwei Spezialvideos rausbringen, um das jetzt mal so zu nennen. Wo Spezial auch so ein komischer Begriff ist. Jeder denkt ja heute, dass er Spezialist ist für irgendetwas oder Experte, wenn ich das immer schon lese. Ich bin Experte. Ja. Naja gut, das lassen wir denn mal, aber was ich damit sagen will, dass ich zwei lange Videos rausbringen werde, so als Zusammenfassung
von dem Heiligtum der Elben. Und diese Videos werden dann aufbauen auf folgende Videos, die dann nachher bis nach Stonehenge gehen und dann auch direkt mit Harpke in Verbindung gebracht werden, mit dem Heiligtum der Elben. Das haben jetzt einige Zuschauer von unserem Kanal auch geschrieben, dass die dann eben mal so eine Art Zusammenfassung sehen wollten, weil ich ja dann doch so oftmals wie jetzt hier, jetzt sind wir ja gerade hier im Spreewald, so viele Videos durcheinander bringe oder zumindest augenscheinlich es als durcheinander rüberkommt. Und ich versuche das jetzt halt eben zum Ausklingen dieses Jahres, dieses gregorianischen Kalenders, ist ja auch gar nicht unser Jahr, zu ordnen und deshalb diese zwei Videos, dass man das nochmal so eine Art Zusammenfassung macht und das nochmal diese ganzen Anlagen, die wir jetzt bisher besucht haben, auch mal in den Kontext setzt. Ne? Ja, und hier seht ihr das nochmal aus der Ferne. Ja, und den Pömmelter lässt man dort ein Heiligtum draus machen und man brabbelt dann auf diesen ganzen Infotafeln so vor sich hin und viele Menschen fallen leider drauf rein und zelebrieren dort irgendwelche Rituale. Und zu den Ritualen kann ich euch noch sagen, übrigens jetzt zeige ich euch mal, wo wir jetzt hier sind. Das ist also nichts Besonderes. Ich weiß gar nicht, wir machen mit Rituale gleich weiter, aber ich will euch nur mal ganz kurz was zeigen. Was ist das hier? Oder was ist das? Oder was soll das sein? Was ist das hier für eine Energie? Das ist alles Stahl. Was will man hier zeigen? Das, was ich jetzt hier sehe, sind Steganlagen. Wie so ein Dorf tatsächlich auch ausgesehen haben muss. Das ist der Steg und dann ging halt links und rechts ging halt die Behausung weg und dann haben hier die Langschiffe zwischengestanden. Und dort war das Zentrum dieser Anlage. Leicht zu verteidigen, kaum einnehmbar. So. Aber warum baut man hier solche Stahldinger hin? Was das auch gekostet haben muss, dieser ganze Stahl, der hier verbaut wurde. Merkt ihr was? Und hier wird wieder an Energie alles zerrissen, was man eigentlich zeigen will. Kann man das nicht mit Eiche, mit Robinia, hält genauso lange oder hältst du vielleicht sogar noch länger, als diese hässlichen Stahldinger hier. Schaut euch an, hier unten sind schon die Schrauben locker. Da könnte ich ausflippen. Hier, guckt euch an, diesen gesellschaftlichen Rotz, muss man so zu sagen. Der ein oder andere Zuschauer hat mir das ja auch letztens zugetragen, dass ich da ruhig das frei von der Leber so sagen soll, wie ich da immer drüber denke. Und das ist doch vollkommen, das grenzt schon an geistiger Behinderung, wenn man sowas baut und dafür noch sogenannte Steuergelder ausgibt. Da hat man das Gefühl, sie haben so viel Geld und wissen nicht, was sie mit dem Geld tun sollen. Da baut man dann sowas. Aber das hat nichts mit dieser Anlage zu tun, sondern sie hätten doch einfach richtige Pfahlbauten, hier einen richtigen Steg hinstellen können. Was ist das hier? So. Aber jetzt, ja, es ist so ein, dieser Weg könnte jetzt auch so ein Ritual sein. Und jetzt kommen wir mal zu den Ritualen. Was ich euch damit sagen möchte, also wenn ich wirklich mit Gott, naja gut, jetzt habe ich es verstanden, ich muss euch nochmal rumdrehen, hier schaut mal, also wie gesagt, ich lese mir das auch alles immer hier nicht durch, weil ich versuche immer erstmal diese Anlage hier eine Verbindung herzubekommen und wo ich dort oben auf diesen, halt, was ist das hier, so rum, wo ich dort oben auf diesen Wall stand, da fühlte ich mich sofort zu Hause und dann fühlte ich mich so, als wenn ich jetzt die Treppe runtergehe zur Steganlage und steige in mein Segelboot. Das habe ich hier gesehen. So, und was zeigen Sie uns jetzt hier?
dass die Jungsteinzeit, Steinzeitmenschen, also diese plumpe, freimaurische, darwinistische Theorie, was man unseren Kindern per Zwangsbeschulung einhämmert und sozusagen den Ursprung, die Urmutter, die Urwurzel, das Göttliche aushämmert, austrainiert, die ganzen Sinne kaputt macht. Genau das tut man damit. So, und hier sieht man Ackerflächen entlang des Steges. Ja, meine lieben Freunde, die das jetzt hier gedruckt haben und auch veranlasst haben. Es gab zu diesem Zeitpunkt, wo diese Anlage hier stand, kann es keine Ackerflächen gegeben haben, weil hier war Moorboden oder Sumpfboden. Und das ist erst nach der Zerstörung dieser Anlage, nach der Zerstörung der alten Welt, nach dem Besetzen, wurde das dann erst durch mesopotamische Krieger, durch die Assyrer, wurde das hier erst umgewandelt und ja, zerrissen. Und dann eben trockengelegt, damit sie anfangen können, Fleisch zu essen, damit sie sich nicht mehr von Fische ernähren können, von der Natur ernähren, aus der Natur ernähren können, aus der Pflanzenwelt ernähren können. Denn diese ganzen Kulturen hat man nämlich vernichtet und deshalb ist es nämlich heute auch so schwer, sich in unseren heimischen Wäldern noch zu ernähren, weil es ja viele Pflanzenarten gar nicht mehr gibt. Oder weil sie einfach vernichtet werden. Oder zumindest, weil das Wissen darüber fehlt. Und das ist das Schöne, dass es jetzt wieder einige gibt, die sich damit beschäftigen, mit der Naturlehre. Und naja, versucht man ja jetzt gerade auch wieder zu denken. Ne? Aber zurück zu den Ritualen. Die Frage ist ja, die man sich stellen muss. Braucht man Rituale? Was ist ein Ritual? Also ein Ritual ist ja das, wenn ich irgendwo in die Anderswelt treten will oder wenn ich mit irgendjemand Verbindung aufnehmen will oder wenn ich irgendwas zelebrieren möchte. Das ist doch aber gleichzeitig ein Zeichen dafür, dass diese Autobahn, die ist so komplett nervig. Diese wunderschönen Vögel, die wir jetzt hier so im Hintergrund hören, die sind fast überdeckt durch diese Autobahn, die auch übrigens hier wieder so eine Aue kreuzt, ne? So, und naja, aber braucht man so ein Ritual, wenn ich mit Gott, mit dem Ursprung, mit der Wurzel verbunden bin? Brauche ich das? Oder brauche ich so ein Ritual, wenn ich nämlich nicht bin? Wenn ich keinen Kontakt zu den Welten, zu den Ahnen habe? Ich brauche kein Ritual, um mit meinen Ahnen Verbindung aufzunehmen. Das geht auch so. Und ich brauche auch kein Ritual, um diese Orte hier zu sehen und zu erkennen. Das spürt man, wenn man dort durch diese Lande fährt. Dann spüre ich, dass hier irgendetwas ist. Dazu brauche ich kein Ritual. Und derjenige, der ein Ritual braucht, der spürt das nämlich nicht. Und der muss sich benebeln mit Drogen. Wir gehen in eine andere Richtung, weil da kommt gerade jemand wieder. Der muss sich benebeln mit Drogen, mit Räucherware, die ja auch aus dem Orient kommt. Ne? Daher sage ich ja, daher kommt diese ganze Droge vom Medikus. Ne? Schaut mal den Film Medikus. Woher bekommt er seine Lehren, seine Lehre, also das Nichts? Woher bekommt er das? Das Wissen, das angebliche Wissen, was zuvor ja aus dem sogenannten vatikanischen Bereich zerstört wurde im Zuge der sogenannten Hexenverbrennung. Und wer die Vatikane sind, was die Mitra ist, wer die Fische sind, woher die kommen, das könnt ihr ja lesen auf meinem Telegram-Kanal. Und diese ganzen Lehren, diese ganzen Rituale, woher kommt das? Wisst ihr, wenn ihr euch mal Vikings genau anschauen würdet, viele rasieren sich ja jetzt hier an der Seite die Haare ab und haben dann so ihre Zöpfe, weil sie das ja dort gesehen haben, ist ja so ein typisches Phänomen, das war ja vorher, vor 10, 15 Jahren hat es ja gar keiner so gehabt, aber Vikings hat dafür gesorgt. Was sehen wir denn in Vikings? Wir sehen asiatische Hunnenkrieger, sehen wir. Denn diese Bekleidung, die ihr dort seht, wenn ihr mal alte Samurai-Gemälde, Darstellungen aus dem asiatischen, hunnischen Bereich, aus dem osmanischen Bereich euch anschaut, dann seht ihr genau diese Rüstungen. So. Und so haben wir aber nicht ausgesehen. Das älteste, bekannteste Relief
für ein Ting der Germanen. Da sieht man nur Gewänder. Wenn ihr euch alte Aufzeichnungen anschaut, da seht ihr keine mit Fell bezogenen Menschen, sondern ihr seht nur feinste Gewänder. Sie hatten zwar auch lange Haare, aber es sind keine Scalps wie die Samurais oder die asiatischen Schwertkämpfer. Das war alles gar nicht. Diese Darstellung, das waren nicht wir, das hat man gespiegelt. Sie spiegeln nämlich alles. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie die Menschen darauf reinfallen und sich dann auch noch so kleiden. Nur weil sie da drin irgendwo einen Helden sehen. Und nehmt es mir nicht für übel. Für viele ist das einfach nur eine gesellschaftliche Ventillösung, weil sonst sie in, ja, sehr oft auch hilflos sind in ihren Gedanken. Und da kommen wir wieder zum Ritual. Denn das Ritual ist letztendlich eine Hilflosigkeit. Denn ich kann keinen Kontakt zu meinen Ahnen aufnehmen. Ich kann keinen Kontakt zu den Orten aufnehmen, wo ich herkomme, zu meiner Vergangenheit, ohne ein Ritual. Und wenn ich das nicht kann, dann brauche ich halt diese Krücke Ritual. Versteht ihr das? Das ist nicht böse gemeint, aber ich will euch einfach mal diese Gedanken, diesen Gedankengang mitgeben in diesem Video und mal darüber nachdenken, warum muss ich mich beräuchern und warum muss ich mich vernebeln mit irgendetwas. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe oder irgendwelche Drogen konsumiert habe oder irgendwie rauche oder sowas. Ich verabscheue sowas. Wir brauchen das nicht. Der arische Mensch, der Vegetarier, also Vegi et Aria. Vegi ist die Vegetation, et findet man noch im Plattdeutsch heute. Ist ja die alte Sprache. Et heißt Essen und Aria. Der Aria ist Vegetation. Und um das zu zerstören, um diese Menschen, diese göttlichen Menschen, diese gotischen Menschen, denn Got ist der Gott, der gotische Mensch, da hat man ja dann auch einen Baustil draus gemacht und eine Völkerwanderung mit Ost- und Westgoten hat man ja irgendwie wieder geformt. Wenn man es irgendwo in irgendwelchen Aufzeichnungen nicht gefunden hat, dann musste man das wieder geschichtlich erklären oder verklären, also erfand man dann einfach die Goten. So, und der gotische Mensch muss sich nicht benebeln oder besaufen, um irgendwo irgendwas zu erleben oder... Ja, und warum nehmen denn die meisten heute in unserer heutigen Gesellschaft, dazu zähle ich mich nicht, denn ihr wisst ja, in dem Wort Gesellschaft habt ihr den Esel und das Schaf oder die feine Gesellschaft, da wisst ihr auch, wenn sich jemand aus selbst bezeichnet, er komme aus feiner Gesellschaft, ja, der gotische Mensch braucht das nicht, aber die Gesellschaft heute braucht das, um sich zu benebeln, um zu betäuben, um dieses ganze Elend überhaupt zu ertragen. Und das müsst ihr jetzt mal spiegeln und wenn ich mich dann trotzdem auch wieder benebeln muss, um irgendetwas zu erreichen, um jetzt meinen Ahnen näher zu kommen oder ein Ritual zu vollziehen, damit ich ja selig irgendwo mich anbinden kann, dann kann ich euch sagen, dann seid ihr sehr weit getrennt von dem, was ich selbst fühle und was viele andere Menschen mittlerweile fühlen. Und ich appelliere an euch, lasst die Finger von solchen Dingen. Das ist, entspricht nicht unserer Natur. Das sind nicht wir. Wir Europäer, wir europäischen Stämme brauchen das nicht. Denn unser drittes Auge wird frei, wenn wir uns richtig ernähren und wir sehen das. Kein heiliger Priester musste sich damals benebeln, um zu erkennen, dass der Mensch krank ist. Oder zu sehen, in den Menschen hereinzufühlen. Dazu braucht er keine Räucherware oder irgendetwas anderes, was aus dem asiatischen Raum kommt, ne, aus dem osmanischen Raum. Und schaut mal hier. Das ist das, was sie heute wollen. Das sollt ihr sein. Wilde, mit Fell behangener, affenähnlicher Menschen, die Tiere, also Seelen töten, inkarnierte Seelen töten, um sie zu verspeisen, die Körper zu verspeisen. Wobei die auch wie immer irgendwie so ein bisschen asiatisch aussehen, so ein bisschen mongolisch aussehen, finde ich. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter werten. Aber ja, ich gehe mal hier runter. Der gotische Mensch braucht das alles nicht. Er schützt die Welt. Das ist wie das, was die Templer
getan haben. Und übrigens, diese Münzen, die man hier gefunden hat, hier im Spreewalder Raum, seltsamerweise waren auf den meisten Münzen Templerkreuzer. Und das hat man ja auch wieder in den Dreck gezogen. Man hat daraus irgendwelche religiösen Sachen draus gemacht, was ja die Templer so in der Form ja gar nicht sind, sondern die Templer waren nämlich die Urmutter, die 12 Stämme, die haben das alles gehütet und das waren die Templer. Und das Templerkreuz ist ja das heutige sogenannte Eiserne Kreuz, das ist ja die Swastika. Das ist ja das Symbol der Erde mit den 4 Feldern, mit den 4 Jahreszeiten. Und wenn ihr die zusammen addiert, multipliziert, dann habt ihr die 8. Und die 8 ist immer weiblich, immer die Wiedergeburt, die 8 Mondzyklen, die Zyklen der Frau, die Menstruation der Frau, der Weiblichkeit. Und da seht ihr, Mutter Erde ist alles. Mutter Erde ist 1. Und deshalb die 4 zu 8. Und da habt ihr wieder diese Verbundenheit. Ja, das soll es fürs Erste gewesen sein. Hier von der wunderschönen Hallicht, von der wunderschönen Wallanlage, wo einst unsere Vorfahren anlegen konnten, sich erholen konnten, sich ernähren konnten, ihren Ting vollziehen konnten. Das war unsere alte Welt. Nicht mit Fell bezogen, wilde, blutrünstige Krieger. Nein, sie waren in feinen Leinen, waren sie gekleidet. Sie waren naturverbunden. Sie waren freier. Sie waren freie Menschen. Und das ist das, was wir wiederfinden müssen. Uns wieder lösen von diesen Fesseln, von diesen, ihr wisst ja, der Paragraph 90 Grad zur Seite gelegt ist, die Handfessel. Diese Papierfessel, davon müssen wir uns wieder lösen. Papier, was das Jagdrecht euch untersagt, was das Fischereirecht, was euch untersagt, euch zu ernähren, frei in der Natur, so wie sie geschaffen wurde von der Urmutter. Da müssen wir wieder hin und da kommen wir auch wieder hin, denn nicht nur ich mache solche Videos, ihr könnt es auch selbst. Viele meiner Bekannten tun es auch selbst, viele meiner Brüder und Schwestern. Also, in diesem Sinne, einen Gruß von der Festung Radusch hier im sogenannten Spreewalder, in den Spreewalder Auen. Und freut euch auf das nächste Video. Da zeige ich euch dann die Exponate, die hier ausgestellt werden, und die werden wir dann ordentlich in Kontext setzen, damit ihr erkennt, was hier wirklich war und was hier ist. Und ja, meine lieben Freunde, bis bald. Hi euch!